Moin, heute haben wir ein spannendes Thema, und zwar die Frage, wie sich Golfschäfte im Schwung wirklich verhalten und ob es mehr Geschwindigkeit durch den Schaftkick gibt. Unten sind zwei Schläger abgebildet mit den optischen Markern, die wir mit dem Gear-System erfassen können. Im Fitting und Training können wir mit den Gears-Schlägern wunderbar aufnehmen, was wirklich passiert. Bisher haben wir uns immer genau gefragt, wie viel wird der Schläger wann ausgelenkt, passt der Schaft, was macht er, in welche Richtung geht er, wie viel haben wir Verdrehung und kickt der etc. pp. All diese Fragen können wir jetzt mit diesem System beantworten. Ich fange mal an mit ein paar Beispielen dazu. Zum einen können wir sehen, wer wie wo den Schläger beschleunigt. Jetzt haben wir hier von Anastasia Mikon mit einem Eisen einen Beispielschwung. Das ist der Rückschwung. Ab jetzt geht es hier nach unten. Hier ist die maximale Handgeschwindigkeit von gut 18 Meilen erreicht. Das sieht man hier in diesem Segment. Ich mache es mal eben groß in dem Bereich und sieht dann, wie die Geschwindigkeit der Hände oder der Mittelpunkt vom Griff, das kann das System messen, was genau passiert und das auch bis nach dem Treffmoment noch wieder anschließend beschleunigt wird, also nicht vorher aufgehört wird. Was macht der Schläger denn eigentlich in dieser Zeit? Es wird immer viel gefragt, ich brauche einen Schaft, der mehr kickt. Kicken denn Schäfte überhaupt? Hier können wir messen, in welche Richtung der Schaft sich auslenkt. In dem Fall sind das ja zwei Dinge. Einmal kann er nach vorne gehen und sich nach unten ziehen. Das ist einmal die sogenannte Deflection und einmal der Schaft Droop. Und daraus ergibt sich natürlich auch, wie der Schaft Kick, wie die Kickgeschwindigkeit denn ist. Spannend ist dabei, dass hier bereits 0,9, 0,8, 0,7, 0,4 und hier in diesem Segment ist jetzt der Nulldurchgang. Jetzt hat der Schaft seine maximale Auslenkung nach vorne erreicht. Ich mache es so ein bisschen größer, kann man es besser sehen. Und wenn wir jetzt weiter reinzoomen und gucken, was passiert. Jetzt geht der Schaft wieder etwas zurück, ist nicht mehr so weit nach vorne ausgelenkt. Das bedeutet eben, dass gebremst wird. Und in dem Fall nimmt der Schaft Richtung Treffmoment 1,3, 1,4 Meilen gut raus aus der Schwunggeschwindigkeit. Das sehen wir eigentlich bei allen sauber gefitteten Schäften, denn es bedeutet dann auch, der Schläger stabilisiert sich. Auf jeden Fall ist es ein Mythos, dass Schäfte kicken und dort Geschwindigkeit durch den Treffmoment hinzufügen. Fürs Fitting ist dann wiederum spannend. Ich habe hier einen zweiten Schwung, selber Schläger. Das kann man direkt einmal vergleichen. Sieht man, wie unterschiedlich ein Schwung sein kann. Selbe Schläger, Kopfgeschwindigkeit. Lass es mal ablaufen. Man sieht, den goldfarbenen von Anastasia ist eine ganz andere Bewegung als der blaue. Das ist die Luisa Dittrich, auch Pirouette. Und so kann man eben auch nochmal deutlich sehen, dass diese Schläger sich anders verhalten, verdrehen, anders kicken. Zwei völlig unterschiedliche Kurven. Und auch hier eine andere Auslenkung der Fall ist. Mit diesen Daten können wir dann natürlich wesentlich besser fitten, weil wir schlicht und ergreifend eine Idee haben, wie arbeitet eigentlich der Golfer? Wo wird wie beschleunigt? Wie ist in diesem Fall die Griffgeschwindigkeit und weitere Themen? Das System gibt uns genau hier auch den Treffpunkt aus. Wie ist der Lie dynamisch? Wie ist die Geschwindigkeit im Treffpunkt, in der Schlägerkopfmitte? Wie 2,6 Grad war jetzt Toe Down bei Anastasia? Bei diesem Schlag, wie ist die Geschwindigkeit, wie sind all diese Sachen, so dass wir das super sauber auswerten können. Einen weiteren Schwung werde ich noch mal kurz zeigen. Das war unglaublich spannend bei der Durchsicht der Daten. Ein sehr bekannter Golfer. Hier haben wir Ricky Fowler. Ich nehme mal einen Driver-Schwung. Hier sieht man auch, wie hoch die Griffgeschwindigkeit wird. Aber viel spannender, ich lasse den Schwung einmal ablaufen. Der Schwung wurde jetzt aufgenommen mit den Markern auch für den Körper, so dass alle möglichen weiteren Informationen noch vorhanden sind. Aber gehen wir mal kurz vom Treffmoment. Heute ging es ja um Schaftkick. Und bei dem Schaftkick sehen wir jetzt, dass wir 0,24 Meilen bereits hier gebremst wird. Ich gehe immer noch weiter Richtung Treffmoment. Minus 2, minus 3, minus 4,4
4 Meilen nimmt der Schaft mit seinem Driver Richtung Treffmoment ab. Hier nochmal die Kurve im Detail, wo man sehr, sehr deutlich sieht, was dort passiert. Nebenbei, zweite Überraschung, wenn man mal anguckt, wie er schwingt, war das Thema, was macht eigentlich sein Arm? Denn wenn man jetzt seinen Arm mal betrachtet Richtung Treffmoment, das würde ich mal sagen, sieht doch sehr nach Chicken Wing aus. Was man so klassisch sagen würde, wäre eigentlich verboten. Wir haben jetzt 32,9 Grad, also sehr viel Winkel hier in dem Bereich.